Ein wunderschönen guten Moin. Falls ihr in diesem Video etwaige Plätschergeräusche hört, liegt's da dran. Der Winter ist zurück. Ich befinde mich im Urlaub und ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Mich nervt das Wetter. Und eigentlich wollte ich Motorrad fahren, aber das kann ich mir schenken, weil ihr habt es ja gerade gesehen. Deswegen müssen wir uns heute ein bisschen andersweitig beschäftigen. Und ich hatte ja gesagt, dass wir zurück zu den LC4-Themen kommen werden. Deswegen geht es heute um einmal Cayenne-Vergaser überholen. Der hat den weiten Weg aus Spanien den Weg zu mir gefunden. Den zerlegen wir heute, reinigen den heute und bauen den wieder zusammen. Ich denke, das ist eine geile Sache. Dann habt ihr was zu gucken, ich habe was zu tun. Simon kriegt seinen Versager wieder. Alle sind happy. Also groß dazu erzählen muss ich, glaube ich, nichts mehr. Wie ein Vergaser funktioniert, haben wir uns ja schon mal angeguckt. Falls du das vergessen hast, wie es war, kannst du dir das da in dem Video angucken. Ich mache jetzt einfach und quatsch euch währenddessen zu und ihr ertragt das und liked das Video. Das ist auch ein guter Deal, würde ich mal sagen. Auf geht's. Ich fange als erstes mal damit an, hier den Schlauch runterzuziehen. Dann machen wir hier mal die kleinen Schläuche alle ab. Am besten ist das, wenn man sich das, oder gut ist das, wenn man sich das merkt, wo die gesessen haben. Aber das ergibt sich nachher ja immer irgendwie. Würde ich sagen, schrauben wir erstmal die Schwimmerkammer hier lose, damit das Gebamsel aus dem Bild kommt. Und dann können wir uns auch gleich eben einmal merken, wie viel Umdrehungen der da drin war. Und bei 17 können wir uns ja eben einmal merken. Legen wir zur Seite. Dann schrauben wir den hier unten ab. Schraube da raus. Dann schrauben wir den hier unten ab, Schraube da raus. Und dann haben wir dieses Gebamsel hier schon mal weg. Das machen wir auch wieder schön sauber. Dann können wir hier die letzte Schraube von der Schwimmerkammer rausdrehen. Und dann haben wir das auch schon soweit. Die Schraube dabei weg. Das sieht ja noch alles ganz gut aus. Schön sauber. Können wir hier gleich mal die Dichtung rausnehmen. Legen wir zur Seite. Dann machen wir hier unten auch gleich die Schrauben auf. Und hier müsst ihr euch jetzt, wenn ihr das selber macht, gleich einmal merken, wie rum die Beschleunigerpumpe da drin sitzt. Weil die gehört da in einer bestimmten Position rein. Nämlich so rum. Dieser Bund gehört nach unten da rein. Dann drehen wir hier die Luftgemischschraube raus. Beziehungsweise gucken erstmal, ob wir den O-Ring wiederfinden. Spielt aber nicht so eine große Rolle, weil der ist hier mit dabei. Ist halt, ich finde den O-Ring nicht wieder. Egal. Jetzt drehen wir die Luftgemischschraube raus. 2,5 Umdrehungen saß die drin. Die drehen wir da jetzt einmal ganz raus. Dann fehlt eigentlich nur noch der Dichtring, aber der sitzt da drin. Der Dichtring. Und eigentlich ist da noch eine Scheibe. Das saß dann falsch rum. Da ist die Scheibe. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Aber das kommt eigentlich Scheibe, Dichtring und nicht Dichtring, Scheibe. Aber gut, sei es drum. Das legen wir da mal schön zur Seite. Jetzt sehe ich gerade, sitzt da noch ein Dichtring drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da ist er. Das ist natürlich praktisch. So gehört das nicht. Aber da kümmern wir uns später drum. Den legen wir auch mal zur Seite. Dann geht es hier weiter. Dann schrauben wir den hier oben immer mal auf. Und nehmen das hier zur Seite. Machen da auch gleich die Dichtung raus. Was wir haben, haben wir. Um den Schieber auszubauen, müssen wir jetzt die Schraube lösen. Die sitzt auch bei dem Vogel hier sehr fest. Da müssen wir uns eines kleinen Trickes behelfen. So, wenn wir die raus haben, dann können wir dann durch ein wenig, ich hoffe, ihr habt das gesehen, wir können dann diesen weiter drehen und der gibt dann hier den Schieber frei. Bei dem Schieber muss man ein bisschen aufpassen, die Schieberplatte kann man falsch rum einbauen. Die gehört so rum da rein und dabei soll das auch bleiben. Das Moped legen wir auch so zur Seite. Da machen wir nichts weiter mit, das mache ich nachher händisch sauber. Und dann haben wir das hier soweit schon mal schön zerlegt. Dann kommen die ganzen Innereien da raus. Beziehungsweise, ich muss mal gucken, ob ich das Werkzeug hierfür habe. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist so eine Art Torx mit Loch in der Mitte. Beziehungsweise, das wäre das Gegenstück dazu. Ich gucke mal eben ganz kurz, ob ich das habe. So einer sollte das sein. Und wie der Zufall das so will, habe ich den natürlich. Dann können wir den da auch immer mal abschrauben. Der TPS-Sensor mit der Scheiß Unterlegscheibe. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie der ausgerichtet war, weil man den verschieben kann. Ach guck, fällt der auch schon von alleine raus. Das ist praktisch, brauche ich den nicht ausbauen. Den legen wir hier auch zur Seite.
Da kümmern wir uns gleich drum. Ich schraube jetzt erstmal den hier unten raus, weil wir das ersetzen. Das Schwimmernadelventil. Das lege ich mal dahin. So sieht das Ganze aus. Stellen wir mal dazu. Dann nehmen wir hier die Haupt-, Neben- und Starterdüse raus. Oh, die hätte aber ein bisschen fester gedurft. Was ist denn da drin? Eine 175er. Die legen wir mal da hinten hin. Dann sollten wir. Achso. Dann muss die Nadelführungsdüse da raus. Das müsste sein 8 oder so. Ne, du bist ja völlig verkehrt. Dann haben wir das auch gelöst. Dann können wir die hier rausziehen. Beziehungsweise da aber auch so sitzen lassen. Und das dann wieder montieren. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Ja, sieht gut aus. Dann kann die Neben- und die Starterdüse raus. Du müsstest sein 85, bist du auch. Und du müsstest sein irgendwie 45 oder 42 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, der Vergaser kommt von der 660. Da ist drin 45. Seht ihr das? Das sieht doch auch gar nicht so schlecht aus. Und dann haben wir es ja auch schon fast. Das sieht doch gut aus. Das lassen wir so, wie es ist. Den anderen Kram lassen wir auch so, wie es ist. Ganz einfach deswegen, weil ich von dieser Beschleunigerpumpenmechanik nichts verstehe. Da will ich auch ganz ehrlich sein, da gehe ich nicht bei. Das wird so funktioniert haben. Deswegen lassen wir das auch so, wie es ist. Ich werde hier nicht anfangen, irgendwelche Splinte, Stifte oder was weiß ich was daraus und wegzunehmen. Diesen Bereich von dem Vergaser werde ich auch nicht zerlegen, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, ob ich das wieder zusammenbekomme. Außerdem sehe ich gerade, es wäre der Dichtsatz dafür auch nicht vorgesehen, deswegen lassen wir das. Brauchen wir nicht mehr ran. Jetzt versuche ich nochmal eben den Trichter hier hinter wegzunehmen, damit wir die Hauptluftdüse und die Hauptleerlaufluftdüse, die hier unten drin sitzen, auch rausbekommen. Da gucke ich mal eben, mit was für einem flachen Imbus ich da rankomme. Ich habe so gekürzte, so. Diese sehen so aus, die haben so einen ganz kurzen Kopf und damit müsste ich da eigentlich, wenn ich die richtige Größe nehme, da eigentlich sehr gut ran, ja, sehr gut rankommen. Oh, das war nicht dicht, das war nicht fest. Das sieht doch gut aus. Auch nicht fest. Das ist nicht so schön. Das sollte fest sein, sonst zieht er da Falschlauf womöglich. Das sieht doch in Ordnung aus. Das legen wir mal dahin. Dann können wir ganz vorsichtig mal eben den O-Ring rausnehmen, weil der ist in dem Kit nämlich nicht mit drin, sehe ich gerade. Das heißt, der muss wieder rein. Macht nichts, wenn das dann ein bisschen fest ist. Also können wir dann hier noch die Hauptluftdüse und Leerlaufluftdüse rausschrauben und auch mit dem Ultraschallbad werfen. Die 200er saß rechts. Könnt ihr euch das bitte mit für mich merken? Ah, okay, hat sich erledigt. Die hat eine ganz andere Form. Ist aber dennoch eine 100er, wie ich sagte. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Leerlaufluftdüse und Hauptleerlaufluft. Nee. Gut, Knut. Dann würde ich sagen, haben wir den jetzt schon so weit verlegt. Das Ding darf auch ganz dringend mal sauber. Jo, was soll ich euch noch erzählen? Die Düsen, der Buddy, die Deckelschwimmerkammer und der Deckel von der Beschleunigerpumpe sowie die Schläuche wandern jetzt allesamt ins Ultraschallbecken. Und dann sehen wir uns gleich beim Zusammenbauen wieder hier. So, das Ganze ist jetzt aus dem Ultraschall heraus und glänzt und funkelt wieder, wie es soll. Tippitoppi sauber. Und dementsprechend fangen wir jetzt an, das Ganze wieder zusammenzubauen. Ich fange hier auf dieser Seite an. Erstmal die zwei Düsen da rein. Das waren der Kollege und der Kollege. 100er, die gehört da rein. Und die 200er gehören da rein. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Zur Festigkeit von diesen Schrauben bzw. Düsen. Die dürfen nicht ganz so viel Drehmoment haben. Ganz einfach deswegen, weil die relativ, ja, weich sind und dann auch mal reißen können. Jetzt kommt diese Dichtung hier wieder rein und jetzt kommt der Trichter da wieder drauf. Dann nehmen wir uns wieder unseren super Spezial-Imbus. Innen Sechskant für die Klugscheißer. Und ich würde sagen, jetzt schrauben wir das Ganze auch mal fest. Nicht so wie gerade eben. Das war wirklich lose. Ich nehme alles zurück. Ich schraube die nochmal raus. Ich klebe die ein. Die kriegen von mir jetzt einen Tropfen Schraubensicherung. Nicht, dass die dich sich durch die. Der Trichter ist Kunststoff. Und ich kann mir vorstellen, dass der nachgibt und arbeitet, dass sich deswegen die Schrauben gelöst haben. Deswegen machen wir hier in die Gewinde jetzt wirklich nur so einen kleinen Tropfen, damit das Problem schon nicht mehr auftritt. Also wieder drauf. Und ab jetzt gilt wieder, was ich gerade eben sagte. Dann handfest anziehen. Gerade eben war deutlich zu lose. So, dann sitzt der da ja schon mal wieder hervor. Jetzt kann man die Düsen da drin auch funkeln sehen. Geil. Womit machen wir weiter?
Wir machen weiter mit der Schwimmerkammer. Da kommt ein neues Schwimmernadelventil rein. Das alte sieht so aus. Ich glaube, das kann man auf den ersten Blick erkennen, dass das alte ist und das ist das neue. Da habe ich den Dichtring schon getauscht. Und da kommt jetzt an den Dichtring ganz fein ein ganz bisschen Fett. Danach kommt die Schraube da wieder rein. Da machen wir auch einen ganz, ganz kleinen Tropfen. Aber wirklich nur so ein Hauch von Schraubensicherung dran. Ist so ein fragwürdiges Ding bei diesen Messingschrauben. Aber ich weiß, dass ich mich damit besser fühlen werde, wenn ich die eingeklebt habe. Ich habe einfach keinen Bock, dass durch Vibrationen das irgendwie hier rausfällt. Das wäre echt unangenehm. Dann, wo machen wir denn weiter mit der Führungsdüse? Die kommt hier so rein und wird da dann so andersrum da rein und drauf gesteckt und geschraubt. Und dann schrauben wir die da handfest rein. Dann kommt da die Nebendüse rein. Dann kommt daneben die Starterdüse rein. So, schön festziehen, aber nicht zu fest. Dann kann da auch schon die Hauptdüse wieder rein, die im Übrigen sehr, sehr sauber geworden ist. Diese Nebendüse, Starterdüse und Hauptdüse natürlich nicht mit Schraubensicherung einsetzen. Dann kommt auch schon der Schwimmer da rein mit dem neuen Schwimmernadelventil. Das ist das alte und dieses ist das neue. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass die Kamera das auf die Kette kriegt. Und diese Klammer, die hier drauf sitzt, die muss da ab und muss da dran. Die kann man da in der Regel eigentlich so auffedern und abziehen. Das ist jetzt mit der Kamera ein bisschen friemelig. So, alte zur Seite, das neue und dann da drauf stecken. Vielleicht hat man es klicken gehört und dann wird das Ganze, das macht auch mehr Sinn. Dann hängen wir den da oben jetzt ein. An der Einstellung ändere ich nichts. Das muss er dann im Zweifelsfall selber machen. Und dann kommt die Welle da wieder rein. So sieht das Ganze doch schon gut aus. Das sollte funktionieren. So, als nächstes kümmern wir uns um die Gemischschraube. Da ist die Feder. Dann kommt die Scheibe. Und dann kommt, wie ich vorhin schon sagte, der Dichtring. Nicht zwei Dichtringe und nicht zwei Scheiben, sondern das ist die Reihenfolge. Hier hinten ist der alte Dichtring. Ich hoffe, man sieht, dass das die gleiche Größe ist. Und dann schraube ich die da jetzt schon mal wieder rein. So, die schrauben wir dann vorsichtig einmal ganz rein. Und dann drehe ich die halb, eins, halb, zwei Umdrehungen raus. Die Feineinstellung darf dann der Simon selbst machen. Mit der Schwimmerkammer warten wir noch einen Augenblick, weil da die Schläuche dran müssen. Aber dann haben wir das ja schon wieder zusammen. Jetzt muss ich mir kurz einen Überblick verschaffen. Das war das, das war das. Das haben wir, das haben wir. Dann können wir jetzt ja die Kraftstoffzuführung eben einmal machen. Da sind auch schon frische O-Ringe drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da kommt jetzt auch ein ganz feiner Schmatzefilm dran. Einfach weil das dann, so hoffe ich, ein bisschen länger und besser hält und das Montieren ein wenig leichter ist. Jetzt muss ich mich nur einmal daran erinnern, wie der vorhin gestanden hat. Aber der Vergaser sitzt da ja so rum drin und von da kommt der Sprit, meine ich. Und dann stecken wir den da jetzt so rein. Es lässt sich im Nachhinein ja auch noch ein wenig verdrehen und verschieben, wohin man den dann haben will. Jetzt fängt es an zu hageln. Da saß dann diese Schraube drin. Und dann drehen wir die da rein und dann auch so handfest. Und dann lässt sich das Ganze hier auch noch drehen, wohin man ihn haben will. Das ist doch eine gute Sache. Jetzt warte ich erstmal, bis der Hagel aufhört. Also scheinbar hat das Wetter sich wieder ein bisschen beruhigt. Deswegen können wir jetzt den TPS-Sensor da wieder dran schrauben. Wir haben uns ja gemerkt, dass die da quasi so reingeschraubt werden müssen, dass man das gerade, diese Buchse da drin, nicht mehr sieht. Und jetzt schrauben wir den Kollegen fest. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt können wir ja erstmal den Schieber da wieder einbauen. Da erinnern wir uns dran, dass der Schieber, der hat ja diese Platte hier hinten dran. Und diese Platte kann man da falsch rum einsetzen. Und dann kann es zu Problemen kommen. Wenn ihr mal guckt, man kann die auch so rum da einbauen. Das sieht auch irgendwie logischer aus. Dem ist aber nicht so. Die muss da so rum rein. Ich habe mich da gerade auch nochmal von überzeugt. Habe auf der Explosionszeichnung nachgeguckt. Nicht, dass ich euch Scheiße erzähle. Die gehört mit der Spitze quasi nach oben da rein. Auch wenn es andersrum logischer aussieht. Und dann muss der da mit der Platte
quasi zum Motor hin, also wo das hier oben breit wird, eingehängt werden. Und dann geht man hin und steckt den da so rein. Und dann müssen wir hier oben die Schraube wieder einsetzen. Das wird die hier gewesen sein. Schraubt das Ganze schön fest. Ich habe hier breiten Schraubendreher, der hat da irgendwie so eine schöne Spitze für, wo man da schön damit reinkommt, um den schön anzuziehen, ohne dass der da drüber nuckelt und ohne dass man das Gewinde kaputt macht. Und dann sollte das schon wieder flutschi-lutschi funktionieren. Das sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Beschleunigerpumpe. Da gehört der Deckel dazu und wir erinnern uns, dass das so rum montiert wird, nur dass da ein Dichtring drauf gehört, wofür auch immer der gut ist. Aber die werden sich da was bei gedacht haben, dass es dann einmal alles neu hier in diesem Kit drin. Das heißt, das kommt so rum da rein, schön sauber anliegend. Dann suchen wir uns den passenden Dichtring dazu. Hier habe ich den einzigen Dichtring, der noch irgendwie in Ansatzweise noch passt, habe ich da reingepackt. Und dieser kleine, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hat eine flache Seite und eine runde Seite. Und diese runde Seite, die mache ich einfach mal nach oben, weil das logischer ist. Der kommt da so rum drauf. Das ist der, der mir vorhin weggefallen ist. Dann kommt die Feder hier rein. Und dann kommt dieser Deckel mit der breiteren Seite, mit dem Loch dort dahin, da drauf. Und dann wird die Beschleunigerpumpe mit den drei kleinen Schweinchen hier festgezogen. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir das ja auch vorbereitet. Dann werfe ich da schon mal die neue Dichtung rein. Dann haben wir das auch schon vorbereitet. Legen das beiseite. Dann kommt hier die neue Dichtung rein. Und dann kann dieses Deckelchen da auch schon wieder drauf. Da kommen dann die zwei neuen Schrauben rein. Das sind die einzigen, die noch in der Länge da sind. Und dann schrauben wir das auch schon wieder fest. Und dann ist es auch schon nicht mehr allzu viel. Nämlich nur noch die Schwimmerkammer an sich montieren. Und die Dichtung der Schwimmerkammer erneuern. Das machen wir aber gleich, weil jetzt brauchen wir erst die Schläuche. Die müssen da ja wieder mit dran. So, bei den Schläuchen, da müssen wir uns eigentlich nur erinnern, wo die gesessen haben, beziehungsweise wie die gesessen haben. Dann muss der da rein. Ich hoffe, ihr seht das hier unten, dass da die Beschleunigerpumpe, das Gestänge dafür da rein muss. Aber der wehrt sich ein bisschen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt können da gleich mit den Schrauben die Schlauchhalter da dran. Ist das nicht herrlich? Die neuen Schrauben haben wir hier. Lass mal hier so gegenschrauben, damit er da nicht mehr runterfällt. Dann können wir den da vernünftig dran halten. Und die Schraube da auch reinschrauben. Oder soll, oder wie ich das gerne hätte, dass das sitzen soll. Muss ein bisschen schön aussehen. Dann können wir den umdrehen. Machen wir den hier hinten mit dran? Wollen wir hier so rumgehen? Oder wollen wir die beide nach hinten machen? Wäre eigentlich klüger, ne? Wie hat das denn gesessen, verfickte Scheiße? Nee, so macht der viel mehr Sinn. Den hier so hinzudrehen macht für mich persönlich mehr Sinn, weil man dann hier ran kann, wenn man möchte. Ohne, dass man das Gebandel hier ständig hat. Und hier gehen wir hier hinten dran, so wie es jetzt auch gerade liegt. Ganz einfach deswegen, damit man hier vernünftig ran kann und die Schläuche da nicht im Bild hat. Ich hoffe, ihr versteht die Logik, die ich mir da geradezu ausgedacht habe dahinter. Machen wir den jetzt erstmal dahin. So, weil hier vorne, hier kommt ja jetzt noch unsere Einstellgeschichte vom Standgas rein. Der kam ja nämlich hier unten mit dran. So ungefähr. Den lassen wir da beiseite. Der war drin. Hier fehlt jetzt nur noch die eine Schraube. Also fest. Den können wir eigentlich auch zur Seite nehmen, um da später mal besser ranzukommen. Fest. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und hier unten auf dem Ablauf kommt der dann schon wieder drauf. Und dann hätten wir es auch schon wieder. So, ganz zuletzt schrauben wir die hier unten nochmal einmal raus. Nehmen hier den total harten Dichtring ab. Machen da auch noch eben einmal den neuen rein. Hier unten so. Schrauben den da wieder rein. Und ich würde sagen, das sieht nicht schlecht aus. Der ist wieder zusammen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das auch so ist, wie es sein soll. Jetzt kommt gleich der Spritschlauch wieder drauf, dann fülle ich da ein bisschen Benzin ein, probiere aus, ob die Beschleunigerpumpe funktioniert und dann stören wir uns gleich nochmal wieder. Jo! Also, ich habe gerade die Beschleunigerpumpe getestet und ausprobiert, die funktioniert. Die Schwimmerkammer ist dicht, es läuft nichts über,
so wie es sein soll. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das geklappt hat, was wir hier gemacht haben. Ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob euch so ein Format gefällt, dass ich mich an Sachen ranmache, die ich noch nicht, was weiß ich, x Male gemacht habe und quasi während ich das filme, das mache, rausfinde, wie genau das funktioniert. Ich habe natürlich schon mal ein MX in der Hand gehabt, aber noch nicht so oft, dass ich jetzt immer aus dem Stegreif genau weiß, was als nächstes passiert und wo welcher Dichtring hinkommt. Das muss ich mir dann quasi während der Arbeit, muss ich mir das erschließen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Dann nehme ich euch bei solchen Sachen öfter mal mit. Was ich noch sagen wollte ist, unten in der Videobeschreibung habe ich euch einen Link hingepackt. Dieser Link ist von Frank, Ausrufezeichen MX, Frank MX Parts. Ich bin auf Frank zugegangen und habe gefragt, wie sieht's aus? Hast du nicht Bock, für mich und meine Community einen Rabattcode zur Verfügung zu stellen? Und das hat er gemacht. Das heißt, ab sofort, beziehungsweise schon seit längerem, aber jetzt hier einmal offiziell, ab sofort bekommt ihr mit dem Code BRABSUPPORT10 bei Frank MX Parts 10% auf Ersatzteile, Rebuild-Kits und, was ihr braucht. Das wollte ich zum Abschluss nochmal sagen. Das ist für diejenigen, welchen die dran geblieben sind. Schönen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Da drüben kannst du abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Da oben kannst du dir ein Video angucken, was ich dir vorschlage. Und da unten kannst du dir noch ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen wollen würdest. Schönen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss.